Willkommen zu einem weiteren Tutorial. In diesem Fall geht es hauptsächlich um Microsoft Visio. Was möchte ich hier zeigen? Und zwar geht es darum, wie erzeuge ich in Visio so eine Skizze, so eine technische Skizze, in unserem Fall von einem statischen System mit verschiedenen Lastfällen. Wir haben hier den Lastfall 1, dann haben wir den Lastfall 3 und 2 und 3 und hier oben noch den Lastfall 4. So kann das dann aussehen. Und wie man sowas erzeugt, das wird jetzt hier gezeigt. Und zwar das Hilfsmittel ist in dem Fall die Software Microsoft Visio. Wozu brauchen Sie das? In diesem Semester gibt es ja dieses Projekt, ja, was sich zusammensetzt aus drei Fächern: Betonbau, BIM 2 und EDV 1. Und unter anderem sollen Sie ja hier für diesen Träger bemessen für Betonbau und das Ganze dann bewähren und so weiter. Und für die Berechnungen im MATCAD sollen halt dann die einzelnen Parameter und die Systeme halt entsprechend visualisiert werden. Und das soll dann in dem Programm Visio erfolgen. Sie haben hier eine Liste mit Ihrer Matrikelnummern und hier verschiedenen Parametern. Ja, Sie schauen Sie einfach, wo ist Ihre Matrikelnummer und dann können Sie hier dann die Parameter für Ihr spezielles System entnehmen, sodass jeder quasi ein System zwar dieser Art hat, aber mit ganz unterschiedlichen Parametern, ja, so dass wir eine gewisse Variation reinbekommen. Das geht bis hin zu den späteren Querschnittsprofilen ihres Balkens, den Sie dann bemessen sollen. Aber in diesem Video soll es halt nur darum gehen, wie man jetzt für sein spezielles System hier die Skizze erzeugt. Warum Visio? Wir hatten ja jetzt schon Kurse gehabt mit AutoCAD, auch schon Kurse mit Revit, aber um so eine Skizze zu erzeugen, würde man mit AutoCAD, aber vor allem auch mit Revit, mit Kanonen auf Spatzen schießen. Das könnte man theoretisch auch im AutoCAD machen, aber ich würde das nicht empfehlen. Zumal wir ja diese Skizze dann auch unterschiedlich verwenden wollen. Nicht nur zum Beispiel im Rahmen von AutoCAD, sondern auch dann ins MATCAD einfügen und vielleicht auch in anderen Programmen. Und hier sind so CAD-Systeme eher ungeeignet dafür. Es gibt natürlich auch, gerade wenn man in der Microsoft Office-Familie ist, auch Möglichkeiten, ich werde es mal kurz demonstrieren, auch in zum Beispiel in PowerPoint oder Word direkt zu zeichnen. Das machen dann auch viele Leute, die meinetwegen jetzt kein AutoCAD zur Verfügung haben oder halt nur eine kleine Skizze brauchen. Ja, ich werde mal kurz zeigen, ich mache das ehrlich gesagt so gut wie nie. Ich möchte nur zeigen, wo Sie das finden. Ich glaube, unter Einfügen. Ja, einfügen, Illustration und hier Formen und hier können Sie theoretisch auch eben, das haben Sie auch in Word oder in Excel, können Sie hier auch kleine Zeichnungen machen. Diese Zeichnungen sind allerdings aus meiner Sicht nur geeignet für wirklich ganz kleine Geschichten, die Sie vor allen Dingen dann auch nur in diesem Programm verwenden wollen, um wirklich etwas doch höherwertige Zeichnung zu erzeugen, so ein Mittelding zwischen einer ganz primitiven, einfachen Zeichnung und einer großen technischen Zeichnung, wie zum Beispiel, die man in AutoCAD machen würde, ist aus meiner Sicht das Visio viel besser geeignet. Das Visio, so würde ich es bezeichnen, ist eher eine Art Schweizer Taschenmesser unter den Grafikprogrammen. Schauen wir mal rein, hier, wenn Sie das Visio öffnen und wollen hier meinetwegen was Neues machen. Jetzt muss ich kurz gucken, warum jetzt mir nichts anzeigt. Ah ja, Kategorien. Ich glaube, hier war es Kategorien. Da finden Sie hier diverseste Kategorien für alle möglichen Grafikgeschichten. Wie gesagt, es ist ein Schweizer Taschenmesser. Das heißt, ein Schweizer Taschenmesser ersetzt normalerweise kein Profi-Tool, wie zum Beispiel AutoCAD. Ja, Sie finden zum Beispiel hier auch die Möglichkeit, hier Pläne und Grundrisse zu zeichnen. Wenn man nichts Besseres hat, wie zum Beispiel als Immobilienmakler oder so, oder auch als Projektmanager oder sowas, und man braucht jetzt auch keine komplexen technischen Zeichnungen, ist Visio sicherlich nicht schlecht, aber es ersetzt im Endeffekt aber auch kein technisches Zeichenprogramm. Eben für so einen Kleinkram halt ist es ganz gut. Genauso können Sie hier, das sei ja nur der Vollständigkeit halber erwähnt, ich rede jetzt quasi allgemein für Ingenieure und im Speziellen für Bauingenieure, gibt es auch noch andere Anwendungsfälle, die für uns interessant sind. Zum Beispiel hier die Terminplanung. Ja, das geht hier auch, so ein Gantt-Diagramm mit Aufgaben und so weiter und eine Zeitachse.
Das kann man bei kleinen Projekten machen, aber bei Großprojekten sind natürlich dann die Profi-Tools viel, viel besser. Ja, also mit kleinen Projekten denke ich jetzt an ein Projekt jetzt hier im Bereich des Studiums, ja, wo man halt nur alleine ist oder halt nur zwei, drei Leute hat. Das geht ein Semester in der Regel. Da sind diese Programme aus meiner Sicht nicht schlecht. Aber für richtige Großprojekte, zum Beispiel auf einer Baustelle oder so, wird das natürlich, kommt man dann ganz schnell an die Grenzen so eines Tools. Ja, was gibt es noch? Was ist für uns noch interessant? Jetzt vor allen Dingen im Studium ist vor allem hier die Sache mit dem Flussdiagramm. Das braucht man im Bereich der EDV, um halt gewisse Abläufe zu visualisieren. Wobei, ich muss das einschränken, wir verwenden das zwar in der EDV, aber also wird auch ganz gerne im Projektmanagement verwendet. Und natürlich auch für alle möglichen Grafiken ist das eben ganz schlecht. Wie gesagt, ein Schweizer Taschenmesser unter den Grafikprogrammen und für unseren Anwendungsfall, sprich hier diese kleine, doch ja, eher kleine technische Skizze hier mit diesem statischen System, ist aus meiner Sicht ganz gut geeignet. Vor allem dann, wenn ich diese technische Skizze auch noch anderweitig verwenden will. Ja, zum Beispiel möchte ich dann später eine andere Skizze erzeugen mit dem ähnlichen System. Dann fange ich wieder bei Null an, sondern nehme quasi die und ändere sie einfach bloß noch ab und so weiter. Ich kann sie von hier aus drucken, also direkt jetzt hier aus dem Visio heraus, oder kann sie auch relativ einfach dann über die Zwischenablage in andere Programme einfügen, vor allem der Office-Familie wie Word, PowerPoint, Excel und so weiter. Aber auch in Programme wie zum Beispiel MathCAD, was wir in unserem Beispiel, in unserem Projekt dann machen wollen. Ja, im nächsten Schritt erzeugen wir jetzt hier noch ein paar Hilfslinien, wo dann das System gezeichnet werden soll. Dazu ziehe ich hier mal eine runter und sage mir, okay, die soll jetzt hier ungefähr bei 2 mal 3 cm anfangen. Oder sie wollen 3 Meter, je nachdem. So, das wäre, hier gehen wir am Balken los und dann erzeuge ich mir noch weitere Hilfslinien, nämlich hier sage ich mir, gut, das Ganze soll jetzt hier bei 1 Meter anfangen. Ja, geht der Balken dann, ist quasi, geht da, liegt der Balken und da geht dann, fängt dann hier quasi an. Und ich brauche jetzt, ich zeige nochmal das Bild, ah, hier ist es. Ich brauche jetzt hier für unseren Balken dann 1, 2, 3, 4 Knotenpunkte habe ich hier, also 4 Hilfs- oder Führungslinien heißen die normalerweise in Visio. Wie kriege ich die? Einfach mit der gedrückten linken Maustaste hier drauf fahren und dann können Sie hier so eine Führungslinie reinziehen von Lineal aus. Die setze ich einfach mal irgendwo ab und wiederhole das Ganze. Das ist die dritte und das ist die vierte. Jetzt hole ich mir meine Parameter hier rein, damit ich die besser ablesen kann und nicht ständig hin und her schalten muss. Das können Sie zum Beispiel über einen Screenshot machen oder wenn Sie halt einen zweiten Bildschirm haben, das Ganze auf den zweiten Bildschirm legen oder natürlich auch ausdrucken und dann ablesen. Ich werde mir jetzt einfach hier behelfen, indem ich mir das Ganze hier als Bild reinhole. Ich wechsle dazu mal meine Visio-Datei, wo ich das schon mal gemacht habe. Steuerung C, gehe jetzt hier in das neue Visio, Steuerung V und lege das jetzt hier unten ab. Ich mache mir das hier ein bisschen größer, damit ich es leichter lesen kann. Und hier sehe ich jetzt meine Länge. Also das wäre dann L1, L2, L3. Das ist hier die Gesamtlänge. Ich blende nochmal ein, was damit gemeint ist. Hier ist mein, hier also hier L1. Danach kommt ein Auflager, dann kommt hier der Zwischenbereich, dann kommt das zweite Auflager und dann nochmal diese Auskragung. Ja. Und jetzt werden wir das entsprechend ausrichten. Die erste Führungslinie, die passt schon. Ja, hier geht mein Träger los. Jetzt brauchen wir die zweite Führungslinie fürs Auflager A, die dritte fürs Auflager B und die vierte, wo der Träger aufhören soll. Die Längen können wir entsprechend unserer Vorlage, also der Tabelle hier entnehmen. Hier sind die Längen. So, die erste, wie gesagt, passt. Dann geht hier die zweite los und die hat den Abstand zur ersten von 1,5. Ja, aber jetzt aufpassen, wie kann ich die jetzt ganz genau positionieren? Entweder Sie machen das hier oben übers Lineal, ja, sofern das geht. Aber in unserem Fall ist das eher ungünstig, weil wir haben jetzt hier, ja, theoretisch würde das gehen. Sie müssen allerdings immer darauf achten, das Lineal geht hier los. Sie können natürlich auch den Nullpunkt hier hinsetzen. Wäre auch möglich. Ich möchte es allerdings hier vorne lassen,
Deswegen muss ich immer 1 Meter drauf addieren. Also 1,5 plus 1 wäre dann 2,5. Also hier wäre jetzt die Führungslinie zu positionieren. Sie können das allerdings auch machen unter Ansicht über das, hier ist es, Größen- und Positionfenster. Wenn Sie das aktivieren, das sehen Sie hier, können Sie auch die Linie anklicken und dann hier den X-Wert eingeben mit 2,5 oder halt hier oben einfach einrasten lassen. Ich habe das Größen- und Positionsfenster meistens auf zur Kontrolle, beziehungsweise wenn die Zahl sich besser eingeben lässt, dann um das Ganze einzugeben. Machen wir die nächste. Das wäre jetzt ein Abstand von 2,5 plus 6,2. Das wären dann 7,7. Klicken das hier also an. Und das ist jetzt schwer einzugeben, hier oben einzurasten. Das gebe ich jetzt hier unten ein. Also 7,7. Und die letzte wäre dann bei 10,8 plus 1 wäre 11,8. Die Gesamtlänge plus 1, also 11,8. Auch das gebe ich unten wieder ein. Das kann ich hier oben schlecht einrasten. So, jetzt empfehle ich, das Ganze zu bemaßen, einfach um sicherzustellen, dass man hier alles richtig gemacht hat, bevor man hier loszeichnet. Und was ich auch noch mache, das hatte ich vorhin noch vergessen, ich würde noch empfehlen, hier ein Raster einzubauen. So, wo finde ich das Raster? Das Raster finden Sie unter Layout oder Entwurf. Und jetzt muss ich, boah, wo ist es hin? Zeichenblatt einrichten ist es nicht, unter Ansicht. Ach, hier unten ist es. Anzeige hier. Also Ansicht, nicht Entwurf, sondern Ansicht. Und hier unten drauf gehen, hier finden wir das Raster. Hier können Sie es einschalten. Hier können Sie übrigens auch das Lineal aktivieren. Das bin ich hier vorhin noch schuldig geblieben. Das wollte ich ja noch zeigen. Und dann auch das Gitternetz oder Raster. Ja, wir wollen das Ganze auf fest, also wollen das quasi fixieren, also ein festes Raster. Und wir sehen, das Ganze ist ja immer alles auf dem Komma genau, also auf eine Kommastelle. Das heißt, dass die Werte sind Meter. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Abstand immer von 0,1. Das wäre jetzt die kleinste Einheit. Ja, hier finden Sie mal den Gitterursprung. Ja, die können Sie theoretisch auch nochmal festlegen. Oder hier den Linealursprung, den ich vorhin gezogen habe. Ja, über die Steuerung. Und hier oben können Sie theoretisch auch hier numerisch eingeben. Gitterursprung oder halt Linealursprung, aber in dem Fall haben wir das eh schon hier über die Maus und ja, über die Maus gemacht und entsprechend eingerastet. Aber auch das kann man hier entsprechend eingeben. Gehe auf OK und schalte das Raster noch ein und dann sehe ich jetzt hier mein Raster. So, ja, bemaßen. Dazu brauchen wir jetzt entsprechende Bemaßungsshapes. Die werde ich jetzt durchaus verwenden. Habe jetzt keine Lust, das selber zu zeichnen. Dazu erweitere ich mir jetzt hier die Palette für die Shapes. Die ist hier immer links. Beziehungsweise, ja, auch Schablonen genannt. Und Visio funktioniert eigentlich hauptsächlich, die Hauptfunktionalität kommt über die sogenannten Shapes. Das sind bereits vorgefertigte Schablonen für alle möglichen Zeichenanwendungen. Und die ziehen Sie einfach von hier rein und bauen sich dann Ihre Zeichnung zusammen. Leider gibt es für unseren Anwendungsfall kaum Shapes und deswegen habe ich jetzt hier eine leere Visio-Datei genommen, wo noch keine Shapes quasi voreingestellt sind. Aber Sie können jederzeit jetzt hier auf weitere Shapes gehen und sich jetzt hier Shapes-Bibliotheken hinzublenden. Wir brauchen die Bemaßung, das läuft unter Visio Extras Bemaßung Technik. Hier haben wir jetzt eine Palette mit diversen Schablonen, Bemaßungsschablonen. Ja, ich empfehle zunächst erstmal zu bemaßen, um zu überprüfen, inwieweit hier die Führungslinien auch passen, weil das ist leichter, die Führungslinien zu korrigieren, als dann später die gesamte Zeichnung, wenn Sie erst zum Schluss bemaßen und dann merken, Sie haben falsch gezeichnet. Deswegen bemaße ich jetzt sofort hier meine Führungslinien. Gehe also jetzt hier auf ausgerichtete Bemaßung. Warum ausgerichtet? Weil ich möchte hier von unten bemaßen, die normalerweise die horizontale Bemaßung, das sehen Sie auch hier an der Vorschau, die bemaßt immer von oben. Aber hier in dem Fall,
liegt dann hier mein Balken und ich hau die Bemaßung von unten ran. Deswegen muss ich hier ausgerichtet wählen, weil die Ausrichtbemaßung, die kann ich nämlich drehen und dann dadurch von unten bemaßen. So. So, muss ich kurz überlegen, jetzt wo die jetzt hier genau hinkommen soll. Ich gehe da etwas näher ran und schiebe das hier ein wenig nach oben. Achte darauf, dass ich jetzt hier an den Punkten einraste, hier von meinem Raster, und positioniere jetzt hier über den gelben Schalter, nein, nicht über den gelben, sondern hier über. Hier, den habe ich gesucht. Bei der gelben verschiebt die Maßzahl. Ich will aber hier die Achse verschieben, dass ich hier meinetwegen drei Kästchen habe und hier oben zwei. Das gefällt mir ganz gut. Ja, das richte ich jetzt einmal ordentlich aus. Jetzt werde ich das Ganze noch etwas anpassen. Ich möchte hier eine andere Schriftart haben. Das Bemaßungsshape ist noch aktiviert. Gehe also hier auf Schriftart und wähle jetzt hier eine Schriftart, die zum Beispiel unserem Corporate Design entspricht. Ich ändere noch die Genauigkeit, weil die Genauigkeit, das sieht man hier, ist immer noch auf eine Stelle nach dem Komma. Ja, deswegen muss ich jetzt hier unten nicht noch zwei Stellen angeben. Dazu gehe ich in die, klicke das Shape an, dann rechte Maustaste und sage hier Genauigkeit und Einheiten und stelle hier oben auf 0, auf eine Stelle nach dem Komma. Das tue ich nochmal zurücksetzen. Textposition, weil ich vorhin unbewusst verschoben habe oder ungewollt. So, passt eh. Dann möchte ich noch davor schreiben, wie der Parameter heißt. Klick also doppelt hier auf die Maßzahl. Lösche die allerdings nicht raus, sondern klick einfach jetzt hier davor, dass der Cursor davor steht. Gebe hier L1 ein. Leerzeichen. Jetzt macht er das Ganze groß, weil es die Autokorrektur denkt, da geht ein Satz los und macht deswegen groß. Tun wir dann gleich mal korrigieren, weil das ist nämlich nervig in der weiteren Folge. Gebe hier ein Ist gleich ein. Leerzeichen. Korrigieren das wieder mit L. Mit klein L markieren jetzt hier über die Tastatur und die Pfeiltaste nur die 1. Möchten die 1 jetzt tief gestellt haben. Wir finden hier in dieser Palette nur die wichtigsten Formatierungsfunktionen wie Textart, Fett, Kursiv oder die Größe. Das tief gestellt finden wir hier nicht. Wir brauchen also weitere Optionen. Das gehen wir jetzt hier auf den Pfeil und schauen uns jetzt hier das komplette Menü an und finden jetzt hier unter Schriftart hier auch die Möglichkeit, das Ganze tief gestellt anzuschauen, darzustellen. Gehen auf OK. Das passt soweit ganz gut. Ja, wir haben festgestellt, dass dass jedes Mal alles bei groß anfängt, dass das nervig ist. Und das werden wir jetzt öfters haben, deswegen werde ich das abschalten. Gehe also hier auf Datei, dann auf Optionen, hier auf Dokumentüberprüfung, dann auf Autokorrekturoption. Wir sehen jetzt hier jeden Satz mit einem Großbuchstaben beginnen. Das schalten wir aus und gehen auf OK. Wieder auf OK und ich hoffe mal, das hat jetzt gereicht, damit das nicht wieder passiert, dass er mir das L dann groß macht, weil ich werde ja eh kaum irgendwelche Sätze haben, deswegen brauche ich diese Autokorrektur jetzt in diesem Dokument nicht. Wenn einmal das Bemaßungsshape entsprechend eingestellt ist, alles passt, Genauigkeit, Schriftart, wobei die Schriftart, die haut nicht ganz hin, das sollte eigentlich Centauri Gothic sein, weil es im Prinzip egal, aber ey. Jetzt haben wir Centauri Gothic, genau. Nee, Centauri. Centauri hat man eigentlich das hier. Oh, okay, sieht so komisch aus. Ja, egal. Ist ja im Prinzip wurscht. Lass mal es so stehen. Also Centauri. Wenn das alles eingestellt ist, Schriftart, Genauigkeit und so weiter, dann empfiehlt es sich jetzt für die nächste Bemaßung, jetzt nicht wieder denselben Zirkus zu machen, also Shape reinziehen, dann wieder alles von neuem anpassen. Nein, das machen wir nicht, sondern wir tun einfach diese Bemaßung jetzt nehmen, die jetzt schon passt, und tun sie einfach duplizieren. Das macht die Tastenkombination Steuerung D wie duplizieren. Also Steuerung D. Jetzt muss man das nur noch entsprechend ausrichten. Aufpassen, nicht hier anfassen, dann würden Sie die Maßlinie hier verschieben innerhalb dieser Bemaßungsshape, sondern hier irgendwo außerhalb des Griffes anfassen und tue es jetzt hier entsprechend ausrichten. Sie sehen, es rastet gleich hier ein und brauche jetzt bloß noch hier das rüberschieben mit der Steuerungstaste. Mit der Umschalttaste können Sie das fixieren, damit das nicht jetzt hier, wenn Sie loslassen, so schräg wird, sondern mit der Umschalttaste können Sie hier dafür sorgen, dass es immer horizontal bleibt. Und setze es jetzt hier ab. Aufpassen, es ist nicht richtig eingerastet hier. Wenn ich die Umschalttaste loslasse, dann rastet er mir jetzt hier auch ein.
und ändere das Ganze ab auf L2. Wenn Sie das auf L2 abändern wollen, klicken Sie nach der 1, weil wenn Sie davor klicken, wäre das groß geschrieben. Also wäre es normale Größe. Wenn ich dann nach der 1 klicke, dann bin ich quasi wie heißt das, in der Tiefgestellt-Position und kann jetzt hier die 2 eingeben, dann wieder davor gehen und die 1 löschen. Und mache dasselbe Spiel nochmal. Hier Steuerung D, schiebe das hier rüber, raste hier ein und raste hier ein, mache hier ein L3 draus. Jetzt überprüfe ich nochmal die Parameter, ob das hier alles funktioniert. Und da haben wir hier 1,5, 6,2 und 3,1. Super. Das hat gut funktioniert. Das heißt, die Parameter in X-Richtung, in Horizontalrichtung, bezüglich der Systemlänge, die funktionieren. Und wie gesagt, mein Tipp ist, machen Sie das vorher, bevor Sie überhaupt anfangen zu zeichnen über die Führungslinien, denn das im Nachhinein zu ändern, wenn die Zeichnung komplett fertig ist, und ich zeige es Ihnen nochmal, wie die dann aussehen soll. Das ist diese hier, ja, und Sie kommen dann Sie tun meinetwegen am Ende bemalt, kommen dann dahinter, dass Sie hier Fehler gemacht haben und müssen jetzt hier mehrere Shapes dann schieben. Das ist viel umständlicher, als am Anfang die Führungslinien sofort zu bemaßen und das eventuell mal zu korrigieren. Ja, wenn die Führungslinien passen, dann können wir jetzt anfangen, hier das System zu konstruieren. Ich fange mal an mit dem Koordinatensystem. Hier die X-Richtung und die Z-Richtung. Dazu erzeuge ich mir in dem Fall allerdings leer, denn es gibt auch die Möglichkeit, ähnlich wie im AutoCAD oder auch anderen doch höherwertigeren Grafikprogrammen, das Ganze über leer zu strukturieren. Das wollen wir hier auch machen. Gehen also auf leer, dann auf Leereigenschaften. Und interessanterweise hat er uns schon ein paar Layer hier angelegt. Der Layer hier über Bemaßung, der ist quasi schon gekommen über das Shape. Das Shape ist so eingerichtet, dass da automatisch dieser Layer angelegt wird. Sie sehen auch hier, dass da drei Elemente drauf liegen, nämlich genau diese drei Maßlinien. Wo der Layer L4 herkommt, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Das dürfte eigentlich nicht hier sein. Ich vermute mal, ich habe vorhin ein bisschen rumgespielt, bevor ich hier das Video angefangen habe. Und habe da wahrscheinlich irgendwas reinkopiert aus der anderen Zeichnung und dadurch ist der Layer L4 mitbekommen. Im Prinzip ist es okay, den brauchen wir eh, den werden wir 3 Stunden lassen, das ist nämlich der Lastfall 4. Aber gehen wir auf Neu, erzeugen jetzt einen neuen Layer, den nennen wir Koordinaten System und erzeugen auch gleich noch ein Layer System, da kommt dann unser System selber drauf. Oder nennen wir es vielleicht Balken. Gehen wir auf Umbenennen. Nennen das einfach hier Balken. Ist vielleicht in dem Fall besser. Und ja, Koordinatensystem. Hier sehen wir jetzt die Elemente, wie viel sind drauf. Die Layer sind gerade erzeugt worden, da ist noch nichts drauf, nichts zugewiesen. Dann haben wir hier die Sichtbarkeit. Sie können Layer an- und ausschalten. Soll der Layer gedruckt werden? Aktiv heißt, wenn Sie den Layer aktiv machen, dann werden jetzt sämtliche Elemente, die Sie jetzt neu erzeugen, diesen Layer zugeordnet. Aufpassen, im Unterschied zu etwa AutoCAD können Sie hier mehrere Layer aktiv machen oder Sie können ein Element mehreren Layern zuweisen. Sperren auch klar, damit können Sie verhindern, dass dann der Element dieses Layers verändert werden, es sei denn, Sie tun es wieder entsperren. Ausrichten und kleben, Sie hatten ja vorhin gesehen, ich kann hier Elemente aneinander ausrichten, ja, die rasten aneinander ein, beziehungsweise wenn ich hier eine Hilfslinie schiebe, und dann geht unter Umständen die Bemaßung mit, weil die daran geklebt ist. Und das können Sie hier entsprechend aktivieren oder deaktivieren, ob jetzt ob andere Elemente quasi anhand Elemente auf den speziellen Layern, wo das aktiviert ist, ausgerichtet oder geklebt werden sollen. Sie können ja auch eine Farbe noch entsprechend mit aktivieren, hier hinten, und dann mit Layerfarben arbeiten. Mache ich in dem Fall nicht. Transparenz finden Sie auch, wenn Sie wollen, können Sie Transparenzen einstellen. Und können quasi mit einmal hier alle auch nicht verwendeten Ebenen entfernen. Übrigens heißt das hier Ebene und nicht Layer. Ja, das muss ich nicht korrigieren. Gehe jetzt also auf OK. Und vielleicht klappt es ja mit dem Ausrichten, wenn ich zum Beispiel jetzt hier die die Führungslinie rüberschiebe, sehen Sie das? Dann geht hier die Maßkette mit. Das liegt einfach daran, weil sie dran geklebt ist. Das ist automatisch eingestellt. Das kann man einstellen unter Ansicht. Ich hoffe, ich visuelle hier Dynamik, nee, Verbindungspunkte. Ich glaube, hier ist das drin. Genau, hier kleben. Einführungslinien ist ja aktiviert. Hier können Sie quasi
das Einrasten aktivieren, wo soll was einrasten, und hier das Kleben, und das ist quasi entsprechend aktiviert. Ja. Okay, rückgängig, das war ja okay. Jetzt können wir unser Koordinatensystem konstruieren. Dazu gehe ich auf Start, dann auf Linie. Das finde ich hier unter den Registerkarte Tools. Hier habe ich ein paar Zeichentools für das freie Zeichnen, unter anderem die Linie. Klicke jetzt hier rein, tu meinetwegen jetzt hier, mein System geht ja hier los, tu meinetwegen drei Kästchen davor anfangen und fahre jetzt hier rüber. So. Noch etwas ranzoomen. Jetzt muss ich hier umschalten, um die nur neu auszuwählen. Fasse sie an am Griff und ziehe das hier meinetwegen 2, 3, 4, 5 Kästchen raus. Das war jetzt meine Linie fürs Koordinatensystem. Die sieht natürlich noch nicht so aus, wie sie aussehen soll. Das soll eine rote Linie sein. Dazu markiere ich die Linie, gehe dann hier auf die Registerkarte Start, dann auf Formatieren und wähle jetzt hier eine rote Linienfarbe aus. Dann auch eine Strichstärke zum Beispiel. Hier eine etwas dünnere Strichstärke. Und noch ein Pfeil. Das soll ein Koordinatensystem sein. Also wählen wir hier einen Pfeil aus. Zum Beispiel diesen. Nur auf dieser Seite. Und jetzt brauchen wir noch eine Beschriftung. Die könnte man jetzt einfach hinzufügen, indem man hier auf Text geht und dann hier eine Beschriftung hinzufügt. Ja. Aber ich möchte das jetzt in dem Fall ein bisschen anders machen, was ein bisschen eleganter ist, weil die Beschriftung gehört ja eigentlich dann hier zu dieser Achse. Ja, das ist eigentlich, die gehören beide zusammen. Wenn ich einen lösche oder verschiebe, muss das andere mitgehen. Und da empfiehlt es sich, das Shape direkt zu beschriften. Das machen Sie, indem Sie das Shape aktivieren. Entweder doppelt draufklicken oder hier auf Text gehen. Gehen wir hier auf Text. Jetzt kann ich hier mein X eingeben. Da stelle ich fest, die Farbe haut da nicht ganz hin. Klicke also das Shape nochmal an, gehe jetzt hier auf Schriftfarbe und ändere das ab auf Rot. Und möchte hier, ja, das passt eigentlich soweit. Das ist natürlich eine Position, wo dieser Beschriftung keinen Sinn macht. Ja, das können Sie aber auch ändern. Shape ist noch aktiviert, sprich die Linie ist noch aktiviert. Jetzt gehe ich nicht auf Text, da kann ich den Text ändern oder einen neuen eingeben. Ich gehe jetzt hier auf die, wie heißt das? Textblock-Werkzeug. Finde jetzt hier meinen Textblock, hier könnte ich ihn quasi drehen, ja, oder aber auch verschieben und jetzt einfach hier rausschieben. So, das mache ich noch ein bisschen kleiner, das ist relativ groß, dieses Textblock-Werkzeug hier, dieser Rahmen. Den, ups, habe ich hier verklickt. Also Textblock. Oh, das war jetzt hier. Also Linie anklicken. Jetzt ist er aktiviert. Dann Textblock. So. Und jetzt kann ich es hier rausschieben. Ja, und das gehört immer noch zusammen. Wenn ich beispielsweise die Linie hier verschiebe, geht das entsprechend mit. Beziehungsweise, wenn ich lösche, ist der Text auch weg. Ja, das können Sie natürlich auch machen, indem Sie hier eine Linie positionieren, dann einen extra Text, ja, und dann eine Gruppe draus machen. Aber ich finde das hier so eleganter. Ja, wenn die Schriftart noch ändern. Wir wollen ja hier eine andere Schriftart verwenden. Also nochmal anklicken und hier auf Centauri. Centauri gehen. Achten Sie darauf, wenn die Schriftart einmal ausgewählt ist, und erscheinen die alle hier oben. Und wenn es dann soweit passt, mache ich hier dasselbe Spiel wie vorhin auch. Ich tue das Ganze jetzt duplizieren. Mit Steuerung D. Drehe das hier nach oben für meine Z-Achse. Kontrolliere hier unten nochmal die X-Position. Das passt soweit. Das ist quasi gerade. Hier haben wir den, oder den Winkel. Das müssen wir leicht schief haben, sodass es kaum auffällt. Und schieben jetzt hier das Ganze rein. Und wir wollen jetzt hier drei Kästchen nach unten, drei Kästchen nach drüben. Das passt. Hier mit dem Text müssen wir noch drehen. Machen wir mit dem Textblock-Werkzeug. Hier haben wir den Drehgriff und drehen das Ganze ein. Und müssen jetzt hier noch das Ganze mittig ausrichten. So. Ah. Und so. Und noch nach oben schieben. Das habe ich mit der Tastatur jetzt gemacht, mit dem Pfeil der Tastatur. Natürlich noch umbenennen. Doppelklick einfach rein und Y.
Oh, das habe ich noch drüber geschrieben, das war jetzt nicht gut. Also einfach hier, wenn es mit Doppelklick nicht funktioniert, einfach draufklicken, hier auf Text gehen, dann Y draus machen, klein Y. Hier den Pfeil zurückgehen, das sieht gut aus. Natürlich die Farbe noch ändern, das soll dann hier blau sein für die Y-Richtung. Ne, das ist ja Z, nicht Z, sondern das ist ja Z, nicht Y. So. Und die Linienfarbe ist, das machen wir hier drüben, ist auch blau. So, wenn das fertig ist, dann könnte man sagen, gut, das Koordinatensystem gehört zusammen. Das heißt, ich gruppiere hier das Koordinatensystem, markiere einfach beide mit so einem Auswahlrechteck, mit der gedrückten linken Maustaste, ziehe ich ein Auswahlrechteck über meine zwei Shapes, wenn Sie so wollen, oder die zwei Achsen, gehe dann hier auf Gruppieren und mache eine Gruppe draus. Das hat den Vorteil, ich kann das damit einmal anfassen und verändern. Sie kommen immer noch an die einzelnen Objekte ran. Wenn Sie einmal draufklicken, haben Sie die gesamte Gruppe ausgewählt. Klicken Sie jetzt nochmal hier zum Beispiel auf die Z-Achse, dann können Sie hier die auch nochmal in der Gruppe bearbeiten. Ja, Sie müssen jetzt nicht darauf angewiesen, die Gruppe wieder zu zerlegen, die Elemente zu verändern und das Ganze zusammenzulegen. Manchmal geht das auch so. Ja, hier habe ich jetzt ein bisschen. So, machen wir es vielleicht so. Mir fällt auf, dass das Z ist ja nicht ganz mittig. Ja, das können Sie korrigieren, indem Sie hier auf Absatz gehen, dann auf Textblock und hier einfach den Abstand rausnehmen und den Texthintergrund können wir bei der Gelegenheit auch gleich entfernen. Hier ist er eher auf Mitte eingestellt, gehen wir auf Übernehmen. Jetzt haben wir das genau in der Mitte. Ja, das kann manchmal passieren, wenn der Textblockrahmen zu klein wird, hier allerdings ein Abstand eingestellt wird und dann entsteht dann dieser Effekt. Und ich hätte den Textrahmen auch größer machen können, aber ich brauche eh keinen Abstand links und rechts, weil ich den Hintergrund rausnehme. Die Hintergrundfarbe brauche ich ja nicht. Deswegen habe ich einfach die Ränder hier entsprechend entfernt. Gehe auf OK. Jetzt ist ja auch transparent geworden, ja, weil ich die Hintergrundfarbe rausgenommen habe. So, muss nochmal schieben. Ja, Sie sehen, obwohl es noch gruppiert ist, kann ich das hier verschieben. Aufpassen, noch ein Hinweis zur Gruppe. Wenn Sie zum Beispiel jetzt hier die Z-Achse größer machen wollen, könnte man der Versuchung erliegen, einfach hier die Gruppe größer zu ziehen. Allerdings würden Sie die Gruppe insgesamt verzerren. Sie sehen, ja, das führt dazu, dass die X-Achse mitgeht. Ja, das sollte man nicht machen. Ja, brauchen Sie auch nicht zu machen. Ja, Sie können hier einfach jederzeit mit dem Zeigetool zunächst die Gruppe aktivieren und dann nochmal auf das Element klicken und dann können Sie es bearbeiten. Und wenn das überhaupt nicht geht, können Sie jederzeit auch eine Gruppe wieder auflösen. Halt Gruppe aktivieren, dann können Sie die Gruppe aufheben und wieder neu bilden. Ja, jetzt haben wir uns Koordinatensystem gezeichnet. Jetzt werde ich im nächsten Schritt hier meinen Balken zeichnen. Dazu wechsle ich nochmal den Layer, gehe also auf Layer-Eigenschaften und. Ist interessant, hier heißt Layer und hier heißt Ebenen. Ja, haha. Das ist nicht ganz konsequent gewesen bei der Übersetzung, aber das soll uns nicht stören. Gehen also jetzt hier auf Balken. Wir sehen, Sie haben jetzt hier im Koordinatensystem drei Elemente. Ich überlege gerade, wo das dritte herkommt. Interessant, ja. Weil normalerweise haben wir eigentlich nur zwei, weil diese Beschriftung gehört zur Linie eigentlich mit dazu. Warum man auf drei kommt, ja, sei dahingestellt. Ah, eventuell zählt die Gruppe nochmal extra, das könnte es sein. Machen wir mal einen Test, tu mal die Gruppe aufheben. Und gehen jetzt nochmal auf die Layer-Eigenschaften. Da haben wir nur zwei, genau. Also gehen wir wieder auf rückgängig, Gruppe aufheben und machen das hier nochmal hier rein. Okay, der Layer-Balken aktiv, aufpassen, wir können mehrere Layer aktiv schalten, das heißt, wir müssen das Koordinatensystem-Layer ausschalten. Im Übrigen können Sie auch ein Layer im Nachhinein ändern, wenn Sie festgestellt haben, ich habe da irgendwas übersehen, den Layer richtig einzustellen und wollen das im Nachhinein korrigieren. Ganz einfach, Element auswählen, hier sagen Layer zuweisen, dann können Sie hier auch nochmal explizit nochmal die Layer-Zuweisung anpassen. Sie können auch von hier aus dann einen neuen Layer erstellen, falls kein passender Layer bereits vorhanden ist. Nun, fangen wir mal mit dem Balken. Dazu gehe ich hier auf Start, dann auf Linie und zeichne jetzt hier eine Linie ein, hier auf meine vorgefertigte Hilfskonstruktion, raste hier ein und fahre jetzt hier rüber. Jetzt ist es dummerweise so.
bin ich zu nah rangezoomt, sodass ich jetzt hier ein bisschen wieder rauszoomen muss. So, bis hierher. Sie können ja nochmal kontrollieren die Länge. 11,8, da stimmt irgendwas nicht. Das sollte eigentlich 10,8 sein. 1,5, Hammer. 6,2 haben wir auch. 3,1 macht 10,8. Wieso kommt er jetzt hier auf 11,8? Ach so, Ende. Entschuldigung, ich habe hier falsch geguckt. Ja, das ist ja der Endpunkt. Das macht ja auch Sinn. Die Koordinaten des Endpunkts ausgehend von unserem Ursprung, der liegt ja hier am unseren Bereich, den wir zeichnen, unserem Anfang unseres Zeichenbereiches. Ja, und da haben wir 1 cm Abstand, deswegen ist es auch 11,8, das ist auch richtig. Ich hätte hier unten hinschauen sollen, die Länge, und das ist 10,8 und das ist natürlich der richtige Wert. Also 10,8 passt. Hier haben wir die Kontrolle. Und die Linie machen wir jetzt dicker. Ja, die ist natürlich hier soweit ungefähr. Das könnte, glaube ich, passen. Übrigens bei der Gelegenheit können wir auch, weil ich wir haben jetzt die Elemente übereinander liegen, nämlich hier einmal die Linie, an der wir jetzt noch arbeiten, oder die Balkenachse und hier das Koordinatensystem. Und es ist immer schwer, jetzt das eine oder andere auszuwählen. Und deswegen, da das Koordinatensystem jetzt fix ist, fertig ist, können wir auch hier reingehen und sagen, leer sperren. Also hier Koordinatensystem, das tun wir einfach mal sperren. Und dann können wir es eh nicht mehr auswählen. Ja, das stört es jetzt nicht weiter. Ja, weil liegen quasi, eigentlich liegen ja drei Elemente übereinander. Einmal hier die Balkenlinie, dann hier die Führungslinie und dann nochmal die X-Achse. So, die Führungslinie können wir übrigens hier unter Ansicht auch ausschalten, wenn wir sie momentan nicht brauchen. Jetzt dupliziere ich mir hier die Balkenlinie. Ah, das war der falsche Shortcut, also Steuerung D. Und mache das Ganze etwas dünner. Gehe auf Start, Linie, Linienstärke hier. Ja, das sollte lang. Wähle hier eine andere Linienart aus, nämlich hier gestrichelt. Und das soll meine Zugseite darstellen des Balkens, des Biegebalkens. Also und schiebe die jetzt hier mal ungefähr so in die Mitte. Die geht jetzt los bei 1,1. Das macht Sinn. Also 1 Meter und ein Kästchen gehe ich rüber. 10 cm gehe ich quasi rüber. Und hier kürze ich das Ganze entsprechend ein. Und das ist jetzt meine Zugseite. So, auch hier können wir es wieder sagen, gut, wenn das zusammengehört, können wir es auch wieder gruppieren. Gruppieren das, machen eine Gruppe draus und können den leer sperren. Sagen hier, das ist der leere Balken, den tun wir sperren. Damit kann natürlich nicht mehr aktiv sein, deswegen ist jetzt dieser Haken gleich verschwunden. Mache jetzt einen neuen leer. Das ist der Layer, ups, neu ist hier unten, der Layer Auflager. Da kommt meine Auflager drauf. Und machen gleich mal die Layer Achsen. Fällt mir gerade ein, da fehlt auch noch Achsen. Fange ich mit den Auflagern erstmal an. Also den mache ich jetzt hier aktiv und zeichne jetzt hier mein Auflager ein. Ich werde das Auflager komplett selber zeichnen. Ich zeige Ihnen danach, dass Sie dafür eigentlich auch vorgefertigte, zumindest teilweise vorgefertigte Shapes verwenden können. Ja, gehe also jetzt hier auf Start, dann auf Linie und zeichne jetzt hier mein Auflager ein. Das geht hier oben los. Ist nichts anderes als ein Dreieck. So. Wenn ich jetzt weiter zeichne, Sie sehen, die Linie ist noch aktiviert, die ich jetzt gerade konstruiert habe. Wenn ich jetzt hier weiter zeichne, dann erzeuge ich eine Art Pull-Linie. Also, Sie merken, ich richte mich hier an diesen Raster aus, deswegen arbeite ich immer ganz gern mit dem Raster. Und jetzt gehören die beiden Linien auch zusammen. Wenn ich jetzt immer noch weitermache, erzeuge ich hier eine geschlossene Pull-Linie, die auch gleich eine Füllung bekommt. Damit Sie das besser sehen, werde ich die Füllung mal ändern. Ich klicke das Dreieck an, was ich gerade konstruiert habe, gehe auf. Hier auf, wo ist es jetzt hier hin? Hier drüben. Füllen, machen wir eine andere Farbe, sehen Sie das? Und das aber ist nur passiert, weil ich halt eine Pull-Linie konstruiert habe. Ich zeige das nochmal. Gehe also hier auf Zeichnen, Linie. Ich mache es mal ein bisschen übertrieben hier unten. Zeichne hier eine Linie, setze ab, lasse die mit der gedrückten linken Maustaste, lass die linke Maustaste los. Die Linie ist noch aktiviert, das erkenne ich hier an diesen Griffen. Die sind jetzt momentan noch sichtbar.
fang jetzt hier, raste hier quasi ein, fahre jetzt hier weiter. Auch Sie sehen, es erscheint so ein Rahmen ringsrum, weil die beiden zusammengehören. Könnt ihr jetzt immer noch weitermachen. Und hier, und jetzt haben wir so ein Dreieck konstruiert. Das können Sie verhindern, wenn Sie das nicht wollen. Ja, können Sie auch hier sagen, ich gehe auf Linie, zeichne diese Linie, gehe auf Escape. Ist diese Markierung weg und zeichne jetzt hier weiter. Wieder Markierung ist da. Linie ist noch markiert. Escape und zeichne jetzt hier weiter. Und jetzt habe ich hier drei Linien erzeugt. Sie sehen, es erfolgt keine Füllung. Und wenn ich jetzt hier mit dem Zeiger-Tool drauf klicke, habe ich immer nur eine Linie aktiviert, während ich hier oben quasi ein Element habe, also eine Art Polylinie, quasi ein zusammengesetzter Linienzug. In meinem Fall war das gewünscht, ich wollte einen zusammengesetzten Linienzug haben, weil ich hier nämlich hier die Füllung brauche und deswegen habe ich das auch gleich so konstruiert. Ja, im nächsten Zug mache ich mir jetzt noch eine Linie hier drunter für das Auflager, dass es halt in X-Richtung beweglich ist und erzeuge jetzt hier oben noch so einen Ball. Ah, gehe also hier auf Ellipse, das ist ein bisschen tricky hier im Visio, da müssen Sie aufpassen, dass Sie jetzt hier keine Ellipse bekommen und das erreiche ich hier über diese Hilfskonstruktion hier. Wenn ich darauf lang fahre, dann ist es wirklich ein Kreis. Sie können aber auch die Umschalttaste aktivieren. Damit ist das wirklich fixiert und Sie bekommen hier automatisch einen Kreis. Hier unten kann ich jetzt wieder auf Zeiger-Tool gehen. Hier im Größenpositionsfenster die Preise nochmal justieren. Ich will das Ganze 0,2 haben. Und wahrscheinlich nur noch relativ groß. Ja. Wobei es ja passt so. Ja, können wir so lassen. Ja, wenn das passt, markiere ich mir das ganze Ding und dupliziere das wieder und bringe es quasi rüber. Ich möchte Ihnen allerdings zeigen, wie Sie mit Shapes arbeiten können. Dennoch mache ich mir noch eine Gruppe draus, tue es halt so ein Auswahlrechteck drüber ziehen, markiere hier die Shapes, gehe dann auf Start, Gruppe und gruppiere das zu einem Shape. Wie gesagt, über Duplikat könnt ihr es auch hier drüben in Auflage erzeugen. Ich möchte Ihnen allerdings zeigen, wie das mit den Shapes geht. Gehe also hier auf Suchen und gebe hier oben mal Dreieck ein. Aufpassen, das ist immer von der jeweiligen Sprachversion abhängig, die Sie jetzt hier installiert haben. Oder gerade, welche Sprache Sie gerade aktiviert haben. Sie sehen, es erscheinen diverseste Shapes, wo ja der Name Dreieck irgendwie vorkommt. Und könnt ihr jetzt hier zum Beispiel das nehmen. Das ist relativ groß, da müssen wir das noch kleiner skalieren. Ich fahre mal mit dem Dreieck hier drüber, damit das dieselben Maße bekommt. Und Sie auch sehen, da kann ich theoretisch dasselbe machen, wie ich jetzt hier konstruiert habe. Fahre es jetzt hier hoch. So. Und so wäre es auch gegangen. Ja. Also, für solche Sachen können Sie natürlich auch dann hier diese vorgefertigten Sachen verwenden. Ich möchte allerdings hier mein eigenes verwenden. Gehe also jetzt auf Steuerung D. Und füge das jetzt hier drüben an. So. Gehe nochmal in die Gruppe rein. Also einfach hier anklicken, dann die Linie anklicken und die Linie löschen. Damit ist jetzt diese Seite fixiert. Das ist quasi fix. Ja, im nächsten Schritt zeichne ich jetzt hier meine Achsen. Die Auflager sind eigentlich soweit fertig. Gehe dann hier wieder auf Layer, Layer Eigenschaften. Mache den Layer Achsen aktiv und den Layer Auflager werde ich sperren, damit ich jetzt hier nicht unbewusst irgendwas verändere. Und zeichne jetzt hier meine Achsen ein. Gehe also auf Linie. Ziehe eine Achse hoch. Ich mache erstmal nur die, weil ich dann in der Folge erstmal gucken muss, wie hoch das Ganze alles wird. Deswegen lasse ich erstmal die Achse stehen, lasse auch jetzt die B-Achse erstmal weg. Werde allerdings die Achse so weit formatieren, wie es Sinn macht. Gehe also hier auf Linie, dann auf Strichstärke und wähle jetzt hier etwas dickeres, ungefähr so. Soll die dicker werden als der Balken. Dann die Linienart. Das ist natürlich jetzt eine Strich-Punkt-Linie. Und füge auch gleich schon Text ein, hier mit dem Textwerkzeug. Das ist das Auflager A. So, dann müssen wir jetzt noch das A hier entsprechend eindrehen. Dazu klickt man jetzt hier drauf.
Ist es markiert? Ja, markiert. Dann gehen wir hier auf unser Textblock-Werkzeug, drehen das ein. Ich schiebe es schon mal nach oben. Ich brauche es dann nicht mehr irgendwo hier oben. So, hier ungefähr. Absatz. Schmeiß hier die Ränder raus. Ohne. Und Mitte passt eh. Und die Schriftart war Centauri. Gotik, ja, passt. Schriftgröße kann man es mal so lassen. Wie gesagt, ich hatte ja immer gesagt, ich möchte immer schauen, dass ich hier die Sachen nicht doppelt mache. Und jetzt habe ich ja immer eine Führungslinie hier. Und es kann sein, dass ich dann je nachdem, wie groß dann meine Zeichnung noch wird, ich zeige es ja nochmal, ja, wie von der Höhe her, werde ich dann noch das ein bisschen anpassen. Erst wenn dann die Achse, die A-Achse super funktioniert, dann tue ich sie duplizieren und rüberschmeißen zu B. Und daraus B machen, damit ich halt irgendwelche Anpassungen dann nicht doppelt machen muss. Ja, wenn ich beispielsweise jetzt das B machen würde und danach mich die Größe ändern, dann müsste ich quasi zweimal machen und so würde ich es nur einmal tun. Allerdings, das habe ich gerade gesehen, da muss noch ein Kreis ringsrum und hier unten auch nochmal. Aber das mache ich dann später, weil das wäre dann wieder eine Gruppe und das lassen wir erstmal so. Okay, so, allerdings sehe ich gerade hier, dass die A-Achse liegt quasi oben. Ich möchte die allerdings hinter meinem Auflager haben, also nochmal draufgeklickt. Und hier unter Start sagt man, hier wollen wir das Ganze im Hintergrund haben. Jetzt sieht das viel besser aus. So, machen wir jetzt noch die ersten Lastfälle, nämlich den Lastfall Eigenlast. Dazu erzeuge ich mir den entsprechenden Layer. Werde jetzt den Layer Achsen allerdings nicht sperren. Warum? Weil das ist jetzt erstmal noch nicht fertig. Ja, und da werde ich eh noch was ändern müssen. Und allerdings aktiv mache ich ihn auch nicht. Ich mache einen neuen Layer, der heißt dann LF1, der steht für Lastfall 1. Mache den aktiv, gehe auf OK und erzeuge mir jetzt hier meine Symbolik für den Lastfall. Ja, dazu gehen wir hier wieder auf Start, dann hier auf Zeichenwerkzeuge, nehme hier Rechteck. Könnte man theoretisch auch hier suchen, aber habe ich eh hier, also mache ich es auch gleich von hier. Tu meinetwegen hier drei Kästchen Abstand lassen und mach das Ganze, was zeigt er mir hier an? Ja, ungefähr so. Da haben wir jetzt eine Höhe von 0,5 Meter. Das passt, glaube ich. Und die Breite wäre 5. Das muss ich sowieso noch anpassen für die Gesamtlänge unseres Systems. Wobei das erscheint mir. Ja, lass es mal so stehen. Ja, das können Sie machen, wie Sie wollen. Ja, wobei 0,5 vielleicht doch ein bisschen übertrieben. Machen wir vielleicht 0,45. 0,4. Schauen wir, wie es mit Text dann aussieht. Ja, das Ganze noch entsprechend formatieren und Text hinzufügen. Fangen wir vielleicht mit dem Text erstmal an. Wie gesagt, Shape markieren, dann auf Text gehen, beziehungsweise Doppelklick, gehe einfach hier auf Text. Das Ganze heißt G1. 1 wieder markieren und auf Schriftart und hier tief gestellt. Klick wieder nach draußen. Jetzt sehe ich eben hier, ah ja, der hätte man da den Block ändern können. Nur bei der Glocke ist eigentlich eh okay. Halt hier das Zeigertool aktivieren. Wir sehen, das ist doch ein bisschen schmal, zumindest wenn wir die Schriftgröße beibehalten wollen. Ich möchte allerdings hier die Schrift doch ein bisschen kleiner machen. Also mit 8. Ich schaue mal, wie es das hier hatte in meinem. Hatte ich 10. Okay. Machen wir es 10. Also was hier. Das. So, und da sehe ich, da muss ich schon ein bisschen größer machen, damit das noch mittig ist. Ja, das ist das eine. Das andere ist jetzt hier noch die Formatierung, dass es hier so eine Schraffur bekommt oder so ein Muster und auch die Farben. Das können Sie hier machen. Allerdings können Sie aber auch hier auf weitere gehen. Dann geht hier drüben die Palette auf. Dann finden wir hier die Füllung. Können ja auf Musterfüllung gehen. Hier ein Muster auswählen, zum Beispiel dieses. Dann die Farbe des Musters wollen wir etwas helleres Blau, glaube ich, habe ich da gehabt. Das haben wir. Was hat man hier noch? Ah ja, die Rahmenfarbe. Das ist hier unter Linie. Und da wollen wir auch dieses helle Blau. Und die Linienstärke machen wir vielleicht auf 1. So. Ja, das können Sie alles hier einstellen. Wie gesagt, hier haben Sie auch gewisse Befehle. Allerdings, wenn Sie jetzt doch etwas kompliziertere Sachen haben, tut man sich leichter hier, wenn Sie das hier entsprechend erweitern
und dann von hier aus formatieren. Die Schriftart war wieder Centauri Gothic. Und dann fällt hier noch auf, dass hier der Text, soll man vielleicht eine Maske dahinter legen, damit das besser zu lesen ist. Dazu gehe ich wieder auf mein Textwerkzeug, auf Textblock und wähle hier eine Farbe, um das zu überdecken. Nehmen wir die Hintergrundfarbe weiß und habe jetzt hier so einen weißen Rahmen. Wobei mir das nicht ganz so gefällt hier mit dem, dass es ungleichmäßig ist. Gehe also nochmal hier rein, Textblock und ändere das hier ab. Macht er mir eigentlich nie wirklich. Ach so, er macht das ausgehend vom Großbuchstaben. Ja, okay, lass mal das so. Lass mal damit leben. Passt trotzdem. So, das war jetzt quasi unser erster Lastfall. Machen wir noch einen zweiten. Ach so, die können wir noch beschriften. Hier kommt noch ein Text dazu. Da gehen wir wieder auf Start. Da haben wir das Textwerkzeug. Das ist diesmal ein freier Text. Ziehen wir so ein Rechteck auf. Da kommt der rein. Also LF1. Zeigertool wieder aktivieren. Das machen wir so. So, tun wir hier entsprechend ausrichten. Jetzt sehe ich gerade hier, das ist aber so nicht schön. Wir sollten schauen, dass wir in unserem Raster bleiben. Hier unten passt, aber hier oben passt noch nicht. Also hier. So, jetzt sind wir in unserem Raster geblieben. Weil ich empfehle immer im Raster zu bleiben, das macht die Sache immer einfacher. Und habe jetzt hier eine Beschriftung hinzugefügt. Ja, nächste Centauri, oder? Genau, das war's. Nächster Lastfall wäre jetzt hier die Ver das sind ständige Lasten, allerdings sind die jetzt nicht mehr gleichmäßig verteilt, die über den gesamten Träger. Das war die Eigenlast, die wird natürlich so dargestellt. Wenn man davon ausgeht, dass der Träger immer dasselbe Profil hat, dann ist die Eigenlast quasi konstant über den gesamten Träger oder Balken. Jetzt kommen quasi noch weitere Lastfälle mit ständigen Lasten, Lastfall 2. Einfach das hier markieren, beides aktivieren, dann Steuerung D und das beides duplizieren. Dann hier entsprechenden Abstand ausrichten. Schauen wir mal jetzt hier auf unserem Raster wieder liegen. Aber das haut ja nicht ganz hin. Jetzt auch nicht. Also machen wir es einfach hier so. Na, bisschen ranzoomen, jetzt geht's. Wieder ans Raster ausgerichtet. Das machen wir danach. Und machen hier unsere erste Last. Und das können wir jetzt hier unserem wieder entnehmen. Das ist quasi hier G21, ist der Name. Können wir schon mal den Namen entsprechend eintragen. 2.1. Und wir tragen auch den Wert gleich ein. Aufpassen, jetzt wieder das Tiefgestellt rausnehmen. Standard. Geben hier ein Ist gleich ein. Und der Wert wäre minus 1. So. Die Länge, die können wir hier oben auch ablesen. Das ist die Länge von 0,6. Wählen hier die Länge aus, 0,6. Das ist in dem Fall die Breite. Tragen das ein, 0,6. Jetzt haben wir ein Problem mit dem Text. Ja, der ist im Prinzip zu. Das Kästchen ist zu klein für den Text, aber kein Problem, wir können ja das ja entkoppeln. Einfach hier draufklicken. Jetzt kann ich den Textbereich ein bisschen größer machen, wenn das Kästchen gleich bleibt. Und schieben dann hier auch ein bisschen raus. So kann ich das immer noch gut lesen. Ja, machen wir weiter. Mal kurz gucken, stimmt das überhaupt? Es steht 2,8. Ne, hier unten sind wir jetzt. Ah, G22 haben wir gar keinen Wert. 0,6 passt. Ja, ich sehe gerade, wir müssen das Ganze noch bemaßen. Das machen wir noch. Dazu, wobei, Moment, 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 die Höhe noch, hätte ich beinahe vergessen. Ich empfehle immer auch die Lasten entsprechend im Verhältnis mit darzustellen. Die Höhen sind natürlich jetzt Kilonewton pro Meter, allerdings können wir das Verhältnis durchaus auch grafisch abbilden zwischen den einzelnen Lasten. Und wir haben jetzt hier quasi eine Höhe von, was haben wir hier, von 0,55. Und
ungefähr bei 1, also 0,5 wäre zum Beispiel durch Ganze durch 2 zu teilen, wäre eine Möglichkeit, hier das Verhältnis darzustellen. Und schauen wir uns mal hier die größte Last an, die wir haben. Also Linienlast, da haben wir 5,4, 4,0, hier haben wir 4,7, 4,0, 2,8, also 5,4 ist das größte. Und das wäre dann quasi ein Wert von, Moment, wenn wir das quasi nur halbieren, wäre das quasi 27, also 2,7. Ja, also 2,7 könnte man hier mitmachen. Das dürfte dann nicht allzu groß werden, wenn man, also tun wir einfach diese Werte immer nur durch 2 nehmen. Damit können wir das Höhenverhältnis und das Größenverhältnis auch entsprechend grafisch mit darstellen. Ja, und also, ja, machen wir das vielleicht gleich hier noch mit daneben. Steuerung D. Und gehen hier auf, was hatte ich gesagt, 2,7 oder ja, 2,7 die Höhe. Das wäre jetzt hier die Höhe von dem Teil. Und die Breite wäre 5,4. Aufpassen, das wäre 5,2. Das wäre dann 2,6 und nicht 2,7. Das ist ja der Wert. Also 2,6 und die Breite wäre 5,4. So. Ist zwar ein ganz schöner Klopper. 5,2, ja genau, 2,6 wäre dann die genau die Hälfte. Hier hat man 0,5 für 1 minus 0,5 und hier 5,2. Jetzt haben wir, ich sehe gerade, ich habe noch den Textblock hier draußen stehen. Okay, müssen wir wieder aus, müssen wir wieder reinbringen. Gehen wir also hier auf Textblock-Werkzeug und schieben den hier wieder rein. So. Passt. Ja, das jetzt noch hier wieder hochgebracht. Und hier ist es so, das Ganze ungefähr in der Mitte. Also, ja. So ungefähr. Nur dann schauen mit der Bemaßung. Stimmt das? Ja, das sind diese Größenverhältnisse. Ich schaue gerade hier. Ja, übers Raster ist dieselbe. Wir können auch hier mal eine Hilfslinie runterziehen, dass wir das hier auf derselben Höhe haben. So, passt. Machen wir noch das letzte, nämlich das hier drüben. Dann nehme ich allerdings das hier unten zum Duplizieren, weil das einfach ein bisschen besser passt. Und schau ja nach. Das hat jetzt quasi die Werte von Höhe von 2. Also die Höhe wäre hier 2. Und die Länge wäre 2,3. So. Im Übrigen, das können Sie frei positionieren. Da finden Sie keine Angaben. Das heißt, die sind jetzt beliebig. Das können Sie quasi jetzt nach Ihrem Gutdünken jetzt hier positionieren. Entweder genau mittig oder hier an einer Achse ausgerichtet oder so. Ich werde es übernehmen, wie ich es hier gemacht habe. Also das ist quasi hier außen, das ist hier innen, das ist einfach in der Mitte. Also das schiebe ich jetzt hier nach außen. Muss die Texte noch entsprechend anpassen. Das ist jetzt G22, also fürs zweite Feld. Und der Wert ist in dem Fall hier nicht minus 1, sondern 5,2. Und das positiv 5,2 Altkomma. So, und das wäre. Ah, sind wir wieder das. Den Text wieder hochformatieren. Also hier da auf Schriftart gehen. Dann tiefgestellt raus. Standard. Ah, haben wir beides gemacht. Das ist blöd, ja. Immer besser erstmal schreiben, danach das entsprechend hoch oder tief stellen. Ah, das wäre jetzt 4,0, ne? Also 4. Und ja, dass wir nochmal tief stellen, ist jetzt wieder weggefallen. Und Position tief gestellt, fertig. Hier schreibe ich noch die Einheit mit dazu, damit das auch klar ist. Habe ich genügend Platz dafür, also Kilonewton pro Meter. Hier kann ich es weglassen, weil es ja logisch, wenn das Kilo sind, das auch Kilo, wenn das Kilo pro Meter sind, sind das ja auch Kilonewton pro Meter. So, da haben wir das. Jetzt müssen wir das Ganze noch bemaßen.
Jetzt entnehme ich allerdings hier mir eine andere Maßung, nicht die ausgerichtet. Können Sie zwar auch wählen, verwenden, allerdings ist es umständlicher. Ich werde jetzt hier, ich beschaue hier meine Schablonen, hier die horizontale Bemaßung wählen, diese hier. Übernehme allerdings die Eigenschaften von der hier unten, gehe also hier auf Format übertragen und übertrage, ups, das ist also das Auswählen, Format übertragen auf dieses hier. Jetzt habe ich das Format schon mal übertragen, allerdings nicht alles, weil die Genauigkeit, die müssen wir hier nochmal händisch einstellen, zumindest ist die Schriftart mitgekommen und schiebe das jetzt hierher. Und sage mir jetzt, gut, ich möchte meinetwegen jetzt hier das Ganze. Ja, ich fange mit der Bemaßung mal an. Ich hatte gesagt, so 5,4 und schiebe das hier nochmal ein Stück hoch. Was mir jetzt hier nicht gefällt. So, ist das mitgekommen? Nein. So, jetzt haben wir hier einen Abstand, haben quasi drei Kästchen, die hat man ja auch gehabt. Jetzt müssen wir mal schauen, dass die Bemaßung gleich ist. Also hier, genau, drei Kästchen und also unten drei und oben zwei. Eins, zwei, drei, vier. Ah, genau, das ist nämlich zu viel, da schieben wir nämlich auch ein bisschen zu groß. Das war das falsche Griff, merke ich mir nie. Das ist der richtige Griff. So, also hier drei Cache und hier oben zwei. Jetzt habe ich unten dieselbe Größe wie da unten. Schreibe jetzt hier noch die entsprechende Beschriftung davor. Das wäre jetzt hier L22. L2.2. Und noch die Einheit Meter dahinter. Und hier muss noch ist gleich dazwischen. So. Das tun wir noch tief stellen, also wieder markieren. Schriftart tief gestellt. Und der Abstand zum bemaßeten Objekt sind, lassen wir mal bei vier Kästchen. Ja, würde ich so lassen. Jetzt machen wir hier noch eine Bemaßung dann für das hier, für den Abstand. Gehe also auf Steuerung D. Oder machen wir erstmal die andere Seite hier drüben. So, ein bisschen ranzoomen, dass wir jetzt hier fluchten können. Das ist 0,6. Passt. So, das schreibt er uns jetzt hier raus. Eventuell, ja, können wir es auch so machen. Vielleicht. Da müssen wir mal gucken, wie das mit der anderen Maßkette hier aussieht. Du musst wieder umbenennen. Das ist jetzt L21. Also das L2 steht für Lastfall 2 und die 1 für das jeweilige Feld. Da fällt mir gerade ein, die Feldbeschriftung fehlt hier noch. Die müssen wir noch hinzufügen. Machen wir dann gleich. Das Ganze noch duplizieren wieder und hier ablegen. So. Und hier brauchen wir natürlich jetzt keine 0, keine Meter und noch keine weitere Erläuterung. Das können wir eigentlich so stehen lassen. Und hier haben wir noch ein Problem. Machen wir das so. L21, genau. So, das nochmal dupliziert. Hier abgelegt. Rastet hier nicht sauber ein. Aber nochmal ablegen und nochmal neu schieben. Jetzt passt. Auch 0,4. Ja, last but not least haben wir jetzt hier noch diese Maßkette hier drüben. Dazu nehme ich wieder die, macht oder nehme die, mache hier ein Duplikat. Setzt das jetzt wieder hier ab. Ne, das geht. In dem Werk, okay, ist egal. Tun wir das hier ranschieben. Und eigentlich wollen wir das hier ranschieben. 2,3, genau. Und das ist allerdings L2,3.
Und das Meter können wir ja weglassen. Wie gesagt, es genügt, das einmal dazu zu schreiben. Dann ist klar, dass das andere auch Meter sind. Hier nehmen wir es auch nochmal raus. Hier brauchen wir auch keine Meterangabe. Da haben wir eh wenig Platz zur Verfügung. Und dann haben wir hier schon wieder ein bisschen aufgeräumt. So, hier vielleicht die 0,4. So, wir können allerdings hier noch sagen, wir nehmen das hier ein bisschen runter, weil hier haben wir wenig Platz. So. Passt. Ich würde sagen, das ist soweit okay für den Lastfall 2. Das tun wir jetzt hier nach oben schieben, so groß wie unser Lastfall 2 ungefähr ist. Also er geht quasi von hier inklusive Maßung bis hierher und schreiben hier Lastfall 2 hin. Jetzt ist mir noch aufgefallen, ich habe hier vergessen noch bei unserem Biegebalken hier die Felder zu entsprechend zu beschriften. Lässt sich leicht nachholen. Gehe allerdings vorher noch auf den entsprechenden Layer. Mach den Layer, wie hier was, Balken nochmal aktiv. Den aus, ist er gesperrt? Nein. Nee, doch ist er. Hier. Und füge die Beschriftung hinzu. Gehe dazu auf Text. Ziehe hier ein Textfeld auf. Von hier bis hier. Schreibe da rein 1. Gehe wieder auf ein Zeigetool. Werde jetzt hier die Schriftgröße auf Minimal setzen. Dann hier als Centauri verwenden. Vielleicht noch Kursiv. Und hier das Schriftfeld ausrichten. Wieder an meiner Hand meines Rasters. Ich würde sagen, so, das passt. Gehe auf Steuerung D und mache jetzt das Schriftfeld für den zweiten Balkenabschnitt. Da Doppelklick, machen wir zwei draus. Und Sie sehen, wenn ich mit dem Raster arbeite, sind die auch automatisch aneinander ausgerichtet, weil das sind dieselben Rasterlinien, die man hier verwendet. Nochmal Steuerung D. Und hier, na, jetzt lässt er irgendwie, klebt er mir hier fest. So, jetzt haben wir dasselbe Raster und dann 3. Halt, was habe ich hier? Das wäre jetzt der Abschnitt 3. Passt. Hier, das passt auch. Genau. Tun wir es noch der Gruppe hinzufügen. Da müssen wir, glaube ich, hier die Gruppe vorher auflösen. Ich glaube, es gibt nicht die Möglichkeit, hier was hinzuzufügen, oder? Gruppe aufheben gibt es. Rechte Maustaste. Na, also kein Problem. Tun wir die Gruppe einfach aufheben. Gruppe aufheben. Und die Sachen sind noch markiert, sehe ich jetzt. Kann also jetzt hier noch mit der Steuerungstaste hier die Sachen hinzufügen zu meiner Auswahl. Mit der gedrückten mittleren Maustaste zoome ich hier nach rechts. Steuerungstaste wieder aktiviert. Sie sehen so ein Pluszeichen neben dem Cursor. Das heißt, ich tue zur aktuellen Auswahl noch was hinzufügen und gehe dann wieder auf Gruppe und habe jetzt hier aus diesen Elementen eine Gruppe gemacht. Ja, das ist einmal die Nummerierung und dann die beiden Linien. Jetzt gehe ich wieder auf Layer-Eigenschaften und mache jetzt wieder Balken aktiv aus, sperre das Ganze und füge jetzt noch den Lastfall 4 mit ein. Oh, mir fällt gerade ein, ich habe den Lastfall 2 gar nicht hinzugefügt. Da kann ich bei der Gelegenheit gleich mal zeigen, wie man den Layer ändert. Gehe also hier auf Neu. Beziehungsweise das können wir auch anders machen. Ja, Lastfall 4 machen wir erstmal aktiv. Gehen auf OK. Wie man hier den Layer ändert. Und zwar ist das ja alles auf dem falschen Layer, diese Sachen. Und markiere einfach jetzt hier meine Bereiche, die zum Lastfall 2 gehören, gehe dann auf Layer zuweisen und dann sehe ich hier Lastfall 1. Ja, das ist, was da hier unten ich vergessen habe. Jetzt hier, das ist ja dupliziert, dann habe ich dann quasi auch keinen neuen Layer dafür angelegt. Kein Problem. Ich möchte jetzt das den Layer Lastfall 2 zuweisen, oder Ebene. Den gibt es noch nicht, aber gehen wir hier einfach auf Neu, denn das Ganze Lastfall 2. Okay, alt, das wird zusammengeschrieben.
Das können wir leider nicht umbenennen, aber egal. Tun wir das mal zuweisen. Und gehen auf OK. Jetzt haben wir das in Lastfall 2 zugewiesen. Muss allerdings hier nochmal reingehen und das korrigieren. Das ist hier ohne Leerzeichen dazwischen. Und fertig. Ja, ich werde jetzt nicht den Lastfall 3 machen, weil das wiederholt sich ja jetzt nur. Was ich allerdings machen werde, wäre jetzt den Lastfall 4. Also Lastfall 3 wäre jetzt hier nach Aufgabenstellung hier die veränderlichen Linienlasten. Das ist natürlich dasselbe Vorgehen wie hier unten. Da brauchen wir jetzt nichts machen. Was ich allerdings machen werde, ist jetzt hier die Einzellasten nochmal zeigen, wie man das macht. Also mache ich jetzt einfach weiter mit den Einzellasten und nicht mit den Linienlasten, die normalerweise kämen. Dazu mache ich mir hier vielleicht noch eine kleine Hilfslinie. Sie sehen, ich muss ja mit dem A ein bisschen weiter höher. Ziehe mir eine Hilfslinie runter, wo jetzt meine Linienlasten draufstehen sollen. Und ja, bei 8, das passt ganz gut. Das ist ja quasi so ein bisschen einrasten, ja, mein Lineal. Und erzeuge jetzt hier meine Linienlasten. Mach den Layer erstmal aktiv. Ist der wirklich? Der ist aktiv. Genau. Ja, Layer 4 ist das dann. Tu vielleicht mal die Beschriftung einfügen. Gehe auf Steuerung D und füge die hier ein. Nenne das Ganze Layer 4. Und fange jetzt hier an, meine Linienlasten zu zeichnen. Gehe dazu auf wieder die Startregisterkarte und dann hier auf Linie und zeichne jetzt hier einfach meine Linie hin für so einen Lastfall. Lastfall, nee, Lastfall. Markiere die Linie und füge jetzt hier meine Formatierung hinzu. Gehe also hier auf Linie. Dann auf Pfeile, nehmen wir hier so einen gefüllten Pfeil, allerdings die andere Seite, diese hier. Dann tun wir den Text hinzufügen. Die Dinger heißen Q. Hier oben ist es Q41, Q4.1. Achso, gleich ein Ich gleich hinzufügen, kommen noch Werte mit dran und der Wert war 16. So, das tun wir tief stellen. Dann gehen wir auf Schriftart, Position, tief gestellt, okay. Gehen dann aufs Textblock-Werkzeug oder ja, Textblock-Werkzeug und müssen das Ganze noch drehen, damit das jetzt hier auch lesbar dargestellt wird und ändern noch die Schriftart auf Centauri. Machen das auch noch ein bisschen kleiner. 10 hat man gehabt, ne? So, ja, die Farbe ist, glaube ich, dieses Blau. Das können wir beibehalten. Ich weiß gar nicht, habe ich die Textfarbe? Die können Sie auch entsprechend anpassen, je nachdem, wie Ihnen sie am besten gefällt. Gehe jetzt einmal auf die Farbe. Das war dieses helle Blau. Und wenn Sie wollen, können Sie auch die Textfarbe entsprechend anpassen. Auch hier würde ich empfehlen, auch die Größe der Pfeile relativ zueinander mit zu berücksichtigen. Also der größte Wert ist hier 16, 14, 13 und 5. Wäre der kleinste Wert. Und schauen wir mal, wenn man jetzt hier der Pfeil hat momentan eine Größe von Länge 1,5. Also wenn man quasi das Ganze auf 0,5 setzt. Na, 0,5 ist schwer. Ach doch, durch 10 können wir mal ausprobieren. Wenn wir das einfach durch 10 dividieren, 0,5. Da wird das verdammt klein, der Pfeil. Oder? Textblock. Machen den mal ein bisschen größer. So, na, das könnte man immer noch akzeptabel halten. So. Können Sie auch drüber schreiben, ist ja kein Problem. Das muss nicht ganz mittig, jetzt passt es wieder. Ja, das können wir glaube ich so lassen. Das wäre jetzt der halt, das ist ja nicht 16. Achso, 16 war der hier ist 5. Okay, das 16er wäre dann 1,6. Also hier 1, das wäre der 5er Pfeil und das wäre dann 1,6. Länge 1,6. So, und da können wir den Text natürlich hier auch reinschreiben. Ein bisschen kleiner.
So, dann die nächsten Pfeile mit Steuerung D wieder dupliziert, wenn alles passt. Das wäre jetzt der 421. Das ist jetzt 4, also Lastpfeil 4, Feld 2, erster Linie, Punktlast. Und die Größe ist 14. Halt, das hat er mir hier. So, Textblock nochmal aktivieren und hier das ein bisschen wieder anpassen. Ach so, den Pfeil, nee, das müsste eigentlich jetzt. Und die Höhe von dem Pfeil 14 wäre 1,4. 14, 1,4. So, den Abstand, den haben wir jetzt gar nicht berücksichtigt die ganze Zeit. Also hier, der liegt bei 1,5, also der ist quasi hier außen. Genau. Der hat einen Abstand von 1,7. Jetzt aufpassen, hier müssen wir wieder ein bisschen rechnen. Also das wäre jetzt hier 1 plus 1,5 wäre 2,5 plus 1,7 wäre quasi 4,2. Also das Ding hat einen x-Abstand von 4,2. Auch hier nochmal aufpassen, das müssen Sie zweimal eingeben, weil ja die Linie zwei Punkte hat. Also 4,2 einmal und 4,2 noch einmal. So, hier können wir es dann mal die Bemaßung uns holen und entsprechend auch gleich durchbemaßen. So, sehen wir 1,7, da haben wir uns nicht verrechnet. Und gleich umbenennen, das wäre dann L4 2,1. So, der nächste, duplizieren wieder, Steuerung D, hier auf der Linie entsprechend absetzen. Der hat jetzt das Mal eine 13er, das wäre jetzt 2, 2. Der hat 13, also eine Höhe von 1,3. Wieder aufpassen und wieder das Textblock anfangen, nochmal korrigieren, damit er nicht so gestaucht ist. Und der hat einen Abstand von 1,5, 1,7, 1,6 nochmal von hier aus. Wir hatten, was haben wir gehabt hier? Das war ein Abstand von 4,2 plus 1,6 macht quasi 5,8, wenn ich es nicht verrechnet habe. Also geben wir das mal ein. 5,8, wie gesagt, zweimal eingeben, wie für jeweils einen Punkt der Linie. Und tun wir das da kontrollieren, das meinen Sie ja nicht. So, 1,6, genau. Noch die der 13er 1,6 und hier das ist L4. Das Meter können wir hier rausnehmen. Jeweils, das ist klar, dass das Meter ist. Wie gesagt, einmal so eine Einheit dazu geschrieben, genügt im Prinzip. Ja. So, dann haben wir hier nochmal einen dritten Pfeil. Das wäre der Dreier. Der hat das Maß von 5. Ah, das war der ganz kleine. Der wäre dann bei 0,5. Winkelhöhe. Ne, hier Länge. Hier 0,5. Das ist das Textblocks-Werkzeug wieder hier nehmen und das zu korrigieren. Hier muss man jetzt ein bisschen. Wo ist der? Der hat eine Position von 1,9. Also, jetzt muss ich kurz das später ein bisschen rechnen. Das war 5,8 plus 1,9 macht 7,8, wenn ich das jetzt richtig im Kopf gerechnet habe. Aber kein Problem, kann man jederzeit korrigieren.
Hier haben wir die Bemaßung, die tun wir duplizieren, hier anbringen und dann läuft ja alles. Oh, da habe ich gerade das, oder bin ich hier zu weit draußen? Nee. Da haben wir uns um 2 Kommastellen verrechnet, also hier müssen wir nicht 7,8, sondern 7,6. So, 1, waren es 1,9. 1,9 waren es. Ups, 1,9. Also nochmal 1 drauf hier. Oh, ich muss mal gucken, hier stimmt irgendwas nicht. 5, ach so, die Bemaßung, der Pfeil. Also 7,7, 7,7. Und nach dem dritten Versuch sollte es jetzt wirklich das Maß sein, was in der Tabelle steht. 1,9, 1,9, 1, 5 aus 1,9. Noch die Werte hier entsprechend benennen. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Letzter ist jetzt hier nochmal ein Pfeil. Nehmen wir so einen größeren. Da lässt sich einfach besser handeln. Oder am besten. Der ist 15, ja, das passt. Der hat einen Abstand von 1,4. Ausgehend hier von dieser Achse und die hat das Maß 8,7 plus 1,4 macht 10,1. Also hier 10,1, 10,1 und die Höhe von dem Pfeil wäre 1,4. Ne, 1,5. Da hat er 15 insgesamt. So, und hier auch nochmal den Wert ergänzen. Die Beschriftung wäre dann 4,3. Und auch hier brauchen wir noch eine Bemaßung. Passt das? Ja. 1,4. Sehr schön. Das ist dann 4,2, also 4,3. Das ist die Punktlast in diesem Feld. Theoretisch, dadurch, dass das Ding genau auf der Achse ist, können wir uns eigentlich die Bemaßung hier sparen und können sie weglassen. Ja, und ich werde sie mir jetzt auch sparen. Soweit passt das ganz gut, weil ich kann sie hier unten ablesen. Ne? Tu allerdings hier noch die Größe ein bisschen anpassen. So ungefähr. Ja, das ist Lastfall 4. Ja, und auch hier ist wieder schön, das gefällt mir ganz gut, dass hier auch die Größe der Pfeile das Verhältnis der einzelnen Werte widerspiegelt. Man könnte jetzt hier noch sagen, gut, ich möchte hier noch die Einheit ergänzen. Wie gesagt, einmal die Einheit dazu geschrieben, ist zwar klar, wenn das Kilometer sind, aber ja, vollständigkeitshalber können wir das so machen. Und müssen das ja allerdings nochmal wieder neu justieren. Ja, wenn wir wollen, können wir auch hier uns eine Hilfslinie reinziehen und hier die ganzen Beschriftungen an dieser Hilfslinie ein bisschen ausrichten. So. Habe das Werkzeug hier aktiv. Und jetzt sind sie quasi, oder Führungslinie heißt das hier, das ist eine Führungslinie, keine Hilfslinie. Und jetzt sind quasi auch die Texte alle in derselben Position. Ja, fehlt noch zum Schluss hier die Achse fertig zu machen. Also die können wir jetzt hier von der Größe her, immer, wie gesagt, ich habe jetzt hier einen Lastfall weggelassen, weil das wiederholt sich ja. Die können wir jetzt hier von der Größe her ungefähr hier positionieren von der Höhe. Ich füge jetzt hier noch einen Kreis hinzu, um hier. Kreis oder können ein Rechteck nehmen, je nachdem, was ihr dafür ein Symbol haben wollen, um das hier aufpassen, Umschalttaste gedrückt halten, dass es ein echter Kreis wird. Sehen Sie, wie wenn die Werte Höhe und Breite gleich sind, ist ein echter Kreis. Die Füllung nehme ich mal raus, keine Füllung und die Maße erscheinen jetzt ein bisschen viel, machen wir 0,25. Ja, das könnte ein bisschen zu wenig sein. Das ist auch zu wenig, machen wir 0,3. Ist immer noch zu wenig, 0,35. Ja, das ist
das richtige Maß. Die Strichstärke ist natürlich viel zu dick. Das machen wir ein bisschen dünner. Ja, das ist, glaube ich, besser. Und wenn es denn passt, nehmen wir das so. Den tun wir gleich duplizieren, den Kreis, weil den brauchen wir hier unten nochmal. Wir wollen die Achsenbeschriftung sowohl oben als auch unten, weil das System doch sehr hoch ist. Hier tun wir die Achse vielleicht nicht ganz, es ist der leer gesperrt, nein. Wieso komme ich jetzt nicht auf die Achse? Komisch. Die Führungslinie ist jetzt im Weg. Da tun wir es nochmal ausschalten. Ansicht, Führungslinie ausschalten. Jetzt habe ich die Achse. Ich habe die ganze Zeit immer die Führungslinie angeklickt und werde die jetzt noch ein bisschen kürzen vielleicht. Ziehe hier meinen Kreis ran, gehe jetzt hier auf Start, füge jetzt den Text in den Kreis ein, nenne das Ganze A. Hier muss man mal aufpassen, dann mit der Formatierung und dem Buch, das war Centauri, genau. Also hier Centauri und dann auf Textblock gehen. Das wiederholt sich jetzt also ein bisschen, deswegen gehe ich etwas schnell darüber hinweg. Übernehmen, das ist jetzt wieder mittig. Das passt soweit. Hintergrundfarbe brauchen wir keine, das passt auch. Und ja, ich würde sagen, das können wir so lassen. Wir markieren jetzt hier unsere Elemente. Aufpassen, hier oben den Kreis nicht vergessen. Der gehört nicht zur Linie, das A schon. Das ist Teil dieses Linien-Shapes, aber der Kreis nicht. Machen daraus eine Gruppe und müssen allerdings jetzt noch hier die Layer zuweisen, weil das ist der Layer Achsen. Und das gilt auch für die einzelnen Elemente. Das habe ich, glaube ich, jetzt hier übersehen, dass der Layer, genau, das ist doch Layer Achsen, das passt. Und hier unten auch, oder? Layer zuweisen, Achsen. Okay. Wenn das Ding passt, tun wir es einfach wieder duplizieren. Steuerung D, schalten die Führungslinien wieder ein unter Ansicht und positionieren jetzt die Achse hier. Schauen wir uns das an, hat das Ding für einen Abstand. Das hat einen X-Abstand von 2,5 und Y ist ein bisschen unschön. Aber das können wir ja hier schöner machen, indem wir hier sagen. Ach so. Ja, du musst einfach ausrichten. Können wir auch einfach ausrichten aneinander. Ich mache jetzt hier eine Führungslinie, damit die Achsen auf derselben Höhe sind. Sie können auch versuchen, das hier zu fluchten oder sie richten es einfach aus. Zunächst erstmal die Texte anpassen. Klick also hier auf die Linie, geh auf Start, dann Text, mach daraus ein B, klick raus, scroll nach hier unten, Textwerkzeug ist noch aktiv, klick also hier, da muss ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt hier doch lieber den Kreis anklicken, jetzt habe ich den Kreis, dann reinklicken, in also Textwerkzeug gehen und auf B. Wie gesagt, das Ganze ist zwar eine Gruppe, aber wenn Sie die Gruppe quasi aktivieren, ist die Gruppe aktiviert und dann hier auf den Kreis, an den Kreis und können quasi immer noch auf die Elemente zugreifen. Achten Sie darauf, dass Sie das Ganze wieder in den Hintergrund schieben. Markiert die beiden Elementen, geht es hier auf in den Hintergrund und jetzt kann ich das Ganze noch aneinander ausrichten, damit die auf derselben Höhe sind. Sage hier meinetwegen unten ausrichten. Jetzt sind sie auch in der Höhe gleich. Ja, ich würde sagen, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Das wäre jetzt hier die Zeichnung dieser Skizze, technischen Skizze in Visio, komplett in Maßstab. Und ich werde im anderen Teil noch zeigen, wie Sie Ihren Hintergrund hinzufügen.